Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute gibt es einen kurzen Servicebeitrag zum Redispatch 2.0, nämlich um den Redispatch-Bilanzkreis, der in dem Kontext natürlich ganz wichtig wird. Dieses Video ist natürlich Teil unserer Content-Reihe zusammen mit der HSAG, den Prozessexperten und Prozess-Consultants rund um die Energiewirtschaft, die eben hier mit uns gemeinsam ein ganz gutes Dienstleistungsportfolio aufgebaut haben, wo wir nicht nur vorab helfen können, den Redispatch zu verstehen, sondern dann auch im Weiteren helfen können, wenn es darum geht, die Prozesse dann aufzubauen und dann eben auch im Weiteren zu bearbeiten. Entlang der ganzen Monate, die dann ab Oktober natürlich auch mehr Aufwand für die Netzbetreiber bedeuten. Heute soll es jedenfalls gehen um den Redispatch 2.0 Bilanzkreis. Der Bilanzkreis, das haben wir in anderen Videos auf unserem Kanal ja schon oft erklärt, ist so ein virtuelles Energiemengenkonto, was dafür verwendet wird, um die Energiemengen, die so in das System eingespeist werden und die Energiemengen, die aus dem System verbraucht werden, gegeneinander aufzustellen und dabei auszugleichen. Jeder Portfolioinhaber, also ein Versorgungsunternehmen zum Beispiel, muss seine Energiemengen ausgleichen, um damit eben auch eine Stabilität für das Netz zu garantieren. Zumindest auf seiner Handelsebene, ne, indem er genau die Menge einkauft, wie er auch über seine Kunden verbraucht, dann hat er an das System das richtige Signal gegeben, hey, zum Ausgleich eben. Ne? Und dann gibt es besondere Bilanzkreise rund um zum Beispiel das EEG, wo dann die Energiemengen von erneuerbaren Energieanlagen, die auf eine bestimmte Art und Weise vermarktet werden, genau dort reingebucht werden, damit die dann eben auch separat behandelt werden können und dabei zum Beispiel ihre Ökostromnachweis praktisch auch behalten würden. Und es gibt Bilanzkreise für andere Zwecke, wie zum Beispiel jetzt eben auch den Redispatch. Und dazu gibt es jetzt passenderweise eine neue Veröffentlichung der Bundesnetzagentur, die hier neben mir sehen könnt, die Mitteilung Nummer 2 zum Redispatch 2.0. Wir hatten Mitteilung Nummer 1 auch schon auf dem Kanal besprochen, da ging es um das Einführungsszenario, wo dann so ein bisschen zeitlicher Ablauf skizziert wurde, auch vom BDW, dem Branchenverband, und wo dann auch die ganzen Meldungen, die ganzen IDs, die technische Ressourcen-ID, steuerbare Ressourcen-ID und so weiter eingeführt worden sind und wo auch da die Hinweise dazu eben standen. Das haben wir in einem anderen Video natürlich besprochen. Die ganzen Videos findet ihr in einer Playlist auf dem Kanal. Ich verlinke die auch unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch nochmal durch alles durchklicken. Jedenfalls in dieser Mitteilung Nummer 2, die vom 5. Mai 2021 kommt, wird hingewiesen auf ein ÜNB-Formblatt, ne? Ein Formblatt der Übertragungsnetzbetreiber zur Deklaration eines Bilanzkreises zur Abwicklung von Redispatch-Prozessen durch den Netzbetreiber, also den Verteilnetzbetreiber, gemäß § 11a Stromnetzzugangsverordnung. Wer jetzt in die Stromnetzzugangsverordnung schaut, wird dort den 11a noch gar nicht sehen, denn dieser § 11a kommt dann auch erst mit dem Redispatch im Oktober 2021. Der kann allerdings sehr gut schon nachgelesen werden im ursprünglichen Gesetz, was den Redispatch 2.0 eingeführt hat, nämlich das NABEC. Da gucken wir auch gleich dann nochmal genauer rein und wollen diesen Aspekt uns mal durchlesen. Jedenfalls, was in dieser Mitteilung hier steht. Ne? Im Rahmen der zum 1.10. in Kraft treten Redispatch 2.0 sind die Netzbetreiber gemäß dem neuen 11a Strom NZV verpflichtet, einen gesonderten Bilanzkreis für den energetischen und bilanziellen Ausgleich von Maßnahmen nach § 13 Absatz 1 Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes und den bilanziellen Ersatz nach § 14 Absatz 1c des NWG zu führen. Das werden wir uns auch gleich anschauen, keine Sorge. Der Netzbetreiber ist verpflichtet, den energetischen und bilanziellen Ausgleich der Maßnahmen sowie des bilanziellen Ersatzes ausschließlich über diesen Bilanzkreis durchzuführen und den Bilanzkreis ausschließlich zu diesem Zweck einzusetzen. Das heißt, es wird einen Bilanzkreis geben müssen, der exklusiv ein Redispatch-Bilanzkreis ist, in den also nur die Energiemengen kommen, die im Rahmen von Redispatch-Maßnahmen auftreten. Die sollen hier dann gesondert reingebucht werden und über diesen Weg auch gesondert ausgeglichen werden, damit man das sehr gut nachvollziehen kann, damit man das trennt von anderen Vorgängen und damit man da auch einen guten Überblick drüber hat. So. Die Übertragungsnetzbetreiber, die vier, haben zu diesem Zweck eine Deklarationsvereinbarung entworfen, mittels derer die Einrichtung des Redispatch-Bilanzkreises in standardisierter Form erfolgt. Ne, die haben also hier eine Vorlage, ein Formblatt geschaffen, in welches dann einfach eingetragen wird, was der Bilanzkreis ist, in welchen dann nachher die Redispatch-Mengen kommen sollen. So, sie werden in Kürze auf Basis dieser Vereinbarung auf die
Verteilnetzbetreiber zugeben. Ja, das heißt, wenn ihr ein Verteilnetzbetreiber seid, werdet ihr vermutlich zeitnah von dem Übertragungsnetzbetreiber eurer Regelzone angesprochen. Die Beschlusskammer der Bundesnetzagentur begrüßt diese Vorgehensweise ausdrücklich und sieht die vorgelegte Deklarationsvereinbarung als zielführende Vorgehensweise zur effizienten Einrichtung der erforderlichen Bilanzkreise an. Okay, und hier ist dann auch der Download. Ne? Also dieses Formblatt sind einfach nur zwei Seiten PDF. Deklaration eines Bilanzkreises für eben diese Redispatch-Zwecke. Hier steht dann nochmal das weitestgehend Gleiche. Hier ist dann aber nochmal wichtig. Die Führung des Bilanzkreises setzt neben dieser Vereinbarung einen bestehenden Bilanzkreisvertrag des Netzbetreibers oder des beauftragten Dienstleisters voraus. Gerade die kleineren Häuser haben ja oftmals da die Bilanzkreisverantwortung sowieso schon outgesourced an Dienstleister, die sich spezialisiert damit beschäftigen. Wenn also der Netzbetreiber, die Netzbetreiberseite, die dann vom Redispatch 2.0 betroffen sein wird, bisher noch nicht so einen aktiven Bilanzkreisvertrag selbst führt, sondern dass du einen Dienstleister machen lässt, wird der sich auch darum kümmern, hier einen Redispatch-Bilanzkreis einzurichten. Wenn man es selbst macht, dann ist man natürlich selbst mit so einem Vertrag schon ausgestattet und muss eben nur schauen, dass das oder dass man einen Bilanzkreis praktisch übrig hat oder einen neuen noch anmeldet, der dann also einen neuen praktisch erstellt, der dann für die Redispatch-Mengen verwendet werden kann. Insbesondere muss der auf diesem Formblatt dann genannte Bilanzkreis im Bilanzkreisvertrag nämlich enthalten sein. Das ist hier also das Wichtige. So ein Bilanzkreisvertrag enthält dann praktisch auch die Bilanzkreise, die man so führt, was man typischerweise damit macht, was so typischerweise die Mengen wären, die drüber laufen, was ja gerade dann für die Versorger wichtig ist, wenn die ihre Kundenportfolios mal ändern sollten. Wenn die zum Beispiel einen anderen Versorger übernehmen und von heute auf morgen 50.000 neue Kunden haben, ändert sich natürlich deren Bewirtschaftung im Bilanzkreis. Dann müssen die das eben auch hier immer melden. Das ist dann immer praktisch ein Anhang an diese Bilanzkreisverträge. Und jetzt muss also hier ein Bilanzkreis praktisch übrig sein oder neu erschaffen werden, der für die Redispatch-Mengen vom Netzbetreiber genutzt werden kann. Der ist dann also für den bilanziellen Ausgleich im Prognose- und Planwertmodell zu nutzen. Die haben wir schon mal angedeutet. Werden wir aber nochmal tiefer drauf eingehen. Darüber hinaus ermöglicht diese Deklaration dem NB im Prognosemodell eine Forecast-Redispatch-Zeitreihe, den FCRD, im Fahrplanprozess anzumelden. Also wir kennen Forecast-Meldungen in diesem Kontext, also Fahrplanmeldungen vielleicht schon aus dem klassischen Fahrplanmanagement. Das haben wir hier und da auch schon mal besprochen auf dem Kanal. Das werden wir aber vielleicht auch nochmal dann konkreter angehen, diesen ganzen Fahrplanprozess zwischen den Anlagenbetreibern bzw. deren Vermarktern und dann eben den Netzbetreibern in Zukunft. Das werden wir bestimmt nochmal durchsprechen. Das ist aber am Ende eine Zeitreihe, die einfach die Energiemengen beinhaltet, die hier als Forecast, als Redispatch-Menge hier in Frage kommen. Diese Zeitreihe dient der Systemplanung des Übertragungsnetzbetreibers und der Überprüfung des Bilanzkreissaldos des Bilanzkreisverantwortlichen. Das kann also auch der Netzbetreiber in dem Fall ja sein und ist nicht abrechnungsrelevant. Wir haben auch hier schon mal unterschieden im Rahmen der AAÜZ, der Übertragungszeitreihe für die Auswahlarbeit, dass es zwei unterschiedliche Ansätze gibt. Einerseits das Bilanzkreismonitoring, zum Beispiel tagtäglich zu wissen, was für Energiemengen fließen. Das ist aber nicht bilanzierungsrelevant, nicht abrechnungsrelevant. Das ist nur Monitoring. Und auf der anderen Seite die bilanzierungsrelevanten Buchungen praktisch, die dann eben auch in der klassischen Bilanzkreisbewirtschaftung dann eben zu Buche schlagen und dann praktisch für tatsächliche Handelstätigkeiten, für tatsächliche Energiemengenbuchungen auch dann verwendet werden. Jedenfalls kann man dann hier unten angeben, okay, wer sind wir als Netzbetreiber, was ist unsere Marktpartner-ID als Netzbetreiber, was ist der Energy Identification Code des Bilanzierungsgebiets, in welchem wir uns hier bewegen. Ja, also unser Bilanzierungsgebiet als Netzbetreiber hat eine eindeutige Nummerierung, den EIC, Energy Identification Code, unsere Kontaktdaten und dann die Angaben des Bilanzkreisverantwortlichen, was wie gesagt auch ein Dienstleister sein kann, Name, Marktpartner-ID von dem und der Energy Identification Code des Redispatch-Bilanzkreises. Jeder Bilanzkreis hat auch nochmal eine eindeutige Nummer, den EIC, Energy Identification Code. Die sind dann ein bisschen unterschiedlich, was Bilanzierungsgebiete und Bilanzkreise angeht. Die sind unterschiedlich aufgebaut. Hier muss dann diese eindeutige Nummerierung rein und dann ist dieser Bilanzkreis, der damit benannt ist, der Redispatch-Bilanzkreis, der nur dafür verwendet werden darf. Ab bestimmten Datum kann man auch immer mal Mitte des Monats nochmal ändern, unterschreiben und an den Übertragungsnetzbetreiber rausschicken. So. Die Grundlage dessen ist, wie gesagt, ein neuer
Absatz in der Stromnetzzugangsverordnung 11a. Der ist so jetzt noch nicht vorhanden. Bisher gibt es die 11. Das ist der Paragraph, der sich mit den EEG-Bilanzkreisen beschäftigt, wo die Netzbetreiber also einen Bilanzkreis für pure EEG-Mengen vorhalten müssen, um eben auf eine bestimmte Art und Weise vermarktete EEG-Mengen dort direkt reinbuchen zu können, damit die eben ihren, ja, ich sage es mal, ihren Herkunftsnachweis behalten können. Aber das ist natürlich auch nochmal ein eigenes Thema, wo es verschiedene Faktoren gibt. Nur damit ihr das soweit zuordnen könnt. Und die 11a ist jetzt eben ein neuer Paragraph, der sich mit den Bilanzkreisen für den energetischen und bilanziellen Ausgleich von Systemsicherheitsmaßnahmen beschäftigt. Und diese Formulierung steht eben für den Redispatch-Bilanzkreis. Das Ganze ist, wie gesagt, Artikel 14 des NABEC 2.0. Das ist dieses große Gesetz, was damals 2018 noch kam, um eben den Redispatch dann ab 2021 Oktober einzuführen. Und hier wird also darauf verwiesen, dass die Betreiber von den Netzen verpflichtet sind, einen gesonderten Bilanzkreis für den energetischen und bilanziellen Ausgleich von Maßnahmen nach 13 Energiewirtschaftsgesetz und nach 14 Energiewirtschaftsgesetz zu führen. Da gucken wir mal kurz rein. Also Maßnahmen nach 13 Absatz 1 Satz 2 sind, das ist jetzt relativ klein, ich gucke mal, ob ich das ranzoomen kann, aber Gesetze im Internet.de ist da eigenartig, was das Layout angeht, wie ihr gerade neben mir sehen könnt. So, sofern die Sicherheit oder Zuverlässigkeit eines Netzes oder eines Versorgungssystems in einer Regelzone gefährdet oder gestört ist, sind die ÜNB ist berechtigt und verpflichtet, die Gefährdung oder Störung zu beseitigen durch netzbezogene Maßnahmen, insbesondere Netzschaltungen, marktbezogene Maßnahmen, durch Regelenergie, abschaltbare, zuschaltbare Lasten, Informationen über Engpässe und das Management von Engpässen und zusätzliche Reserven. So, wenn also hier in diesem Kontext netzbezogene Maßnahmen dann nachher gemacht werden sollen, eine Redispatch-Abschaltung zum Beispiel, dann, wenn also diese Maßnahme kommt, dann soll auch ein bilanzieller Ersatz nach 14 Absatz 1c des NWG durchgeführt werden. Und das ist dann hier unten. Die Betreiber von Verteilernetzen sind verpflichtet, Maßnahmen des Betreibers von des ÜNBs oder übergeordneter Verteilnetzbetreiber, in dessen Netz sie unmittelbar eingebunden sind, nach dessen Vorgaben und den dadurch begründeten Vorgaben eines vorgelagerten Betreibers durch eigene Maßnahmen zu unterstützen. Die VNBs sind also verpflichtet, Maßnahmen zu unterstützen, soweit diese erforderlich sind, um Gefährdungen und Störungen in den Netzen mit geringstmöglichen Eingriffen in die Versorgung zu vermeiden. Anders gesagt, wenn eine Maßnahme gemacht werden muss, wenn also festgestellt wird, ein Engpass und wir müssen eine Redispatch-Maßnahme machen, dann müssen die VNBs das auch unterstützen und die Mengen dafür kommen dann in den Redispatch-Bilanzkreis, der über § FA der Stromnetzzugangsverordnung eingeführt wird. Die Betreiber der Netze sind verpflichtet, den energetischen und bilanziellen Ausgleich und den bilanziellen Ersatz ausschließlich über diesen Bilanzkreis durchzuführen und den Bilanzkreis auch nur dafür einzusetzen. Und soweit der Betreiber den energetischen Ausgleich nach diesem Absatz mit Hilfe von Handelsgeschäften durchführt, sind diese an einem sogenannten NEMO, also an einer Strombörse eines nominierten Strommarktbetreibers zu tätigen. Heißt, wir haben bestenfalls bei einer Redispatch-Maßnahme zwei gegenstellige Maßnahmen. Also einmal irgendwo eine Anlage runterfahren und an einer anderen Stelle eine Anlage hochfahren. Und dann könnten die vielleicht sogar zwei betroffenen Netzbetreiber untereinander hier einen bilanziellen Ausgleich möglich machen. Dann hat das Ganze keine weiteren Auswirkungen auf den Markt oder in Anführungsstrichen keine weiteren Auswirkungen. Dann ist das auch direkt bilanziell ausgeglichen. Wir gehen auch darauf ja nochmal in einem anderen Video dann später ein, wie dieser bilanzielle Ausgleich und wie der finanzielle Ausgleich konkret gemacht werden. Das wäre also die einfachste Variante, zwei gegenseitige Maßnahmen, die gegeneinander praktisch gebucht werden können. Und sollte das nicht gehen, also sollte eine Maßnahme stattfinden, die nur mit einem Handelsgeschäft praktisch gegengebucht werden kann, dann muss dieses Handelsgeschäft an einer definierten Strombörse durchgeführt werden. Typischerweise in Deutschland sind das die Gruppen, oder es ist die Gruppe der EEX, was da alles mit dran hängt, aber wir haben ja auch in Europa noch ein paar andere Energiebörsen, bei denen ähnliche Geschäfte auch möglich sind. Und wir haben ein zusammenhängendes Netz und einen Binnenmarkt, daher geht das auch über die Landesgrenzen hinweg. Heißt also, bestenfalls gegeneinander gebucht durch zwei verschiedene Maßnahmen und andernfalls eben hier ein Handelsgeschäft an einer
definierten Börse. Ja, das ist jetzt der Inhalt dieser, und das ist die Konsequenz, die sich eben jetzt auch ergibt aus der Einführung des Redispatch 2.0, aus der Notwendigkeit eines Redispatch-Bilanzkreises, um allein schon mal diesen Paragraphen der Stromnetzzugangsverordnung umzusetzen. Um das jetzt auch in Fahrt zu bringen, hat die Bundesnetzagentur nochmal betont, sie finden es gut, dass die ÖNBs dieses Formblatt zur Verfügung stellen, in welchem also der Redispatch-Bilanzkreis des Netzbetreibers praktisch deklariert werden kann. Der Bilanzkreis, der dann hier drin steht, das ist dann der Redispatch-Bilanzkreis, der genau dafür verwendet werden kann. Und der wird dann im Weiteren eben bespielt und bewirtschaftet durch die Energiemengen, die durch Redispatch-Maßnahmen zustande kommen und die dann eventuell durch eine andere Maßnahme ausgeglichen werden können oder die eben durch ein Handelsgeschäft ausgeglichen werden können. Soweit mal ein kleines Service-Video rund um diesen Redispatch-Bilanzkreis und vor allem jetzt hier dieses Dokument, was ihr als Netzbetreiber, als Verteilnetzbetreiber demnächst auch ausfüllen müsstet, weil vermutlich ja auch die Übertragungsnetzbetreiber eurer Regelzone auf euch zukommen und dann eben darüber sprechen wollen. Ja, das soweit dazu. Habt ihr erstmal noch grundsätzlich Fragen zu dem Redispatch-Bilanzkreis? Dann gerne unten in die Kommentare. Ansonsten verlinken wir diese Dokumente natürlich auch unten und auch die Playlist zum Redispatch 2.0, wo dann die anderen Videos auch alle zu sehen sind. Und dann, wie immer, schaut ruhig mal bei der HSAG vorbei. Dort haben wir also auch die weiteren Beiträge rund um unsere Videos und deren Veröffentlichungen. Und dort findet sich dann eben auch die Dienstleistung, wie ich vorhin schon mal angesprochen habe, wie Schulen zum Beispiel. Und die HSAG kann die Prozesseinführung unterstützen und kann dann auch die Prozessabwicklung im Weiteren ab Oktober vor allem, wenn es dann richtig scharf geht, unterstützen. Von daher schaut da ruhig mal vorbei und ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.